Wolfsmahl. Willkommen zu... Gunnar, ich habe hier etwas, das du sehen musst. Bei Thors Donnerschlag! Ist das die Axt deines Vaters? Diese Schönheit habe ich nicht mehr gesehen seit... Naja, schon lange nicht mehr. Ich habe sie vor langer Zeit geschmiedet. Sieht immer noch gut aus. Eine meiner besten, finde ich. Die Klinge ist stumpf, aber sie liegt gut in der Hand. Kannst du sie schärfen? Ich kann ihre Schneide verbessern und den Griff verstärken. Und wie es das Schicksal so will, habe ich noch einen Barren dafür übrig. Bist du sicher? Die Nornier haben es so eingerichtet. Aber bring in Zukunft deine eigenen Barren mit. Aus Luft kann ich nichts schmieden. Das sollte reichen. Noch etwas? Und wie geht es dir, Gunnar? Hältst du durch? Ich mag die Arbeit und mein Huger ist stark. Nur die Nächte sind neuerdings kalt. Meine Liebste ist fort, falls du es noch nicht weißt. Ja, tut mir leid, das zu hören. Ihr wart wie lang zusammen? 5 Wochen waren es. 5 wunderbare, leidenschaftliche Wochen. Alles vorbei. Werde ich meine Brünnhild jemals wiederfinden? Eine Valkyria wirst du wohl nicht mehr treffen, Gunnar. Du solltest deine Ansprüche etwas zurechtstutzen. Eivor, sieh dir meine Waren an, meine Waffen. Ich bin kein Mann, der sich mit weniger als dem Besten zufrieden gibt. Du sonst noch etwas? Das wäre erstmal alles. Komm jederzeit wieder. Sie sollten jetzt fertig sein. Der König hat seinen besten Met verlangt, also sind die Gespräche vorbei. Du solltest jetzt eintreten können. Ich bin bereit, mich dem Gewitter zu stellen. Auf zum König. Ausgezeichnet, König Styrbjörn. Ich überbringe diesen Vorschlag meinem Neffen. Sicher wird er die Weisheit darin erkennen. Gut. Mehr kann ich nicht hoffen. Mögen die... Mögen die Winde dir gewogen sein, Gudorm. Eivor, tritt vor. Erkläre mir in einfachen Worten, warum du vorsätzlich meine Befehle missachtet hast. Verspottest du mich? Ich verspotte dich nicht, König. Ich möchte dich stärken, im Angesicht deiner Feinde und deines mangelnden Urteilsvermögens. Du weißt nichts von meinem Urteilsvermögen. Du weißt nichts von meinen Plänen und Taktiken. Sigurd würde mir zustimmen. Das würde mein Sohn vielleicht tun. Doch würde er gehorchen. Er kennt seinen Platz. Nicht so gut, wie er seinen Vater kennt. Stelle dir vor, du wirst von einem Feind bedrängt, dessen Krieger deutlich zahlreicher sind als deine eigenen. Welchen Nutzen hätte ein offener Krieg?
Wäre es nicht besser, im Stillen zu arbeiten und durch Verhandlungen Bündnisse zu schließen? Den Tag abzuwarten, an dem unsere Zahl die unserer Feinde übertrifft und uns der Sieg sicher ist? Gibt es nennenswerte Verbündete? Oder ist das nur ein Vorwand, um nichts zu tun? Dein Selbstvertrauen macht dich für so vieles Offensichtliche blind, Eivor. Tag und Nacht schmiede ich Bande zu den Clans im Norden. Schon bald wirst du die Früchte meiner Bemühungen sehen. Und dann wirst du es verstehen. War das alles? Ich verzweifle an dir, Eivor. Als ich dich wie mein eigenes Kind aufnahm, hätte ich nie solch eine Respektlosigkeit von einem Sohn Varins erwartet. Dein Vater war ein guter Mann, gerecht und mir ergeben. Er starb tapfer, damit wir leben können. Er starb als Feigling, Herr. Diesem Schicksal will ich nicht nacheifern. Warum trägst du diese nutzlose Last mit dir rum? Lass los! Denk nur an das, was vor dir liegt, an deine Zukunft und die kommenden Siege. Meine Ehre wurde befleckt. Bis sie wieder rein ist, will ich nichts anderes. Ich werde diese alte Wunde nicht wieder aufbrechen. Doch wenn es irgendwas gibt, das diesen Schatten aus deinen Gedanken vertreiben kann. Sigurd ist zurück. Unten am Hafen. Sein Schiff ist hier.